Hi Leute, ich bin Elias, 15 Jahre alt. Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin hier an der coolen Schule und meine Noten sind auch okay. Realschulabschluss werde ich locker schaffen, aber was dann? Auf länger in der Schule bleiben habe ich dann doch keinen Bock. Ich würde gerne einen Beruf erlernen und meine eigene Kohle verdienen. Aber ich weiß verdammt nochmal nicht, welchen Beruf ich erlernen soll. Hier in der Schule werden wir zwar echt gut beraten, doch brummt mir jetzt der Schädel. So viele Möglichkeiten. Das ist echt nicht einfach. Soll ja vielleicht eine Entscheidung fürs Leben sein. Boah ey, ich muss mal weg. Einfach mal raus. Paar Leute fragen, Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, aus denen was geworden ist. Die erfolgreich und glücklich sind mit dem, was sie jeden Tag tun. Friseurmeisterin. Ich bin Redakteurin im Darmstädter Echo, das ist die Tageszeitung hier aus der Region sozusagen. Ich bin Dienststellenleiter der Polizeistation Oberramstadt. Ja, ich bin Bürgermeister unserer wunderschönen Stadt Oberramstadt. Ich bin Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit in Darmstadt. Ich bin hier der Ladeninhaber und verkaufe meine Produkte hier, mache Buchführung, mache Bestellungen, also alles rund darum, dass der Laden hier gut läuft. Ich bin die Vertretung des Marktleiters. Ich bin Apothekerin. Ich bin ein Obst-Gemüsehändler. Ich bin Azubi zur Buchhändlerin. Ich bin Referentin für Kunst und Kultur der Firma Merck in Darmstadt. Ich arbeite im Bereich der Umfeldbeziehungen, also im Grunde klassisches PR, und betreue hier das Kultursponsoring und die Kulturförderung in Darmstadt und der Region. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Beruf? Ja, sehr zufrieden, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also es macht mir sehr viel Spaß, weil es ist jeden Tag was Neues für mich in der Lokalredaktion. Es ist viel los in der Region. Also von daher macht sehr viel Spaß. Ja, sehr. Wie so viele andere habe ich 1981 gar nicht gewusst, was ich so machen sollte. Kam mir dann die Idee, zur Polizei zu gehen. Ich habe das bis heute nicht bereut. Sehr vielfältig, sehr fordernd, sehr eigenverantwortlich in vielen Bereichen. Meist da draußen unterwegs, gerade in jungen Jahren, wenn man im Streifenwagen sitzt, und trifft seine Entscheidung, muss dafür gerade stehen. Aber das hat doch viel mit Verantwortung und Anspruch zu tun. Ja, ich bin überwiegend zufrieden mit meinem Beruf. Ich glaube, es gibt nicht 100% Zufriedenheit im Beruf, aber man muss überwiegend mit seinem Beruf zufrieden sein. Und das bin ich wirklich mit meinem Beruf, hier in dieser Stadt arbeiten zu dürfen, für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt arbeiten zu dürfen. Ich mag meinen Beruf sehr gern, weil ich sehr, sehr gern mit Jugendlichen zusammenarbeite. Ja, ich bin zufrieden mit meinem Beruf. Seit 12 Jahren. Im Großen und Ganzen, ja. Ja, das bin ich, ja. Also ich bin sehr glücklich mit meinem Beruf. Ja, auf jeden Fall. Ich liebe meinen Beruf, es ist ein absoluter Traumberuf. Er ist sehr vielseitig, ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun, von Schauspielern über Autoren, Agenturen, großen Festivals, also das gesamte Programm in Kunst und Kultur, und das liebe und schätze ich sehr. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig, um erfolgreich und glücklich im Berufsleben zu werden? Ich finde, man sollte das nachgehen, für das man lebt, für das, was man liebt und was man gerne macht, und nicht, wo man viel Geld verdient. Sehr zufrieden zu sein, denke ich, ist es wichtig, dass man Spaß an seinem Job hat. Den hatte ich eigentlich von Anfang an, wie gesagt, weil es auch abwechslungsreich ist. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Kollegen nett sind. Den Job, den man wählt, den muss man lieben. Man muss einfach immer wieder sagen, das ist ein toller Job. Ja, ich mache das gerne. Ich mache das nicht wegen Geld oder wegen sonstiger Sachen, sondern weil ich einfach dahinter stehe und sage, das ist das, was ich machen will. Also zunächst einmal muss am Beruf Spaß machen. Geld ist immer eine Motivation, die man gerne hört. Geld ist aber für mich mehr das Thema, dass man ein gutes Auskommen hat, damit man also auch am Ende des Monats immer noch was zu essen und zu trinken hat und auch vielleicht im Abend sitzt. Aber das wirkliche Thema für mich ist, man muss in seinem Beruf glücklich sein, muss sich wohlfühlen. Dann bringt man gute Leistungen, dann ist man zufrieden mit seinem Beruf, und dann glaube ich auch, dass das die richtige Botschaft ist für die jungen Leute. Dass man seine eigenen Interessen und Fähigkeiten mit in den Beruf einbringt, weil nur so kann man in dem Beruf gut sein. Und wenn man im Beruf gut ist, macht er einem in der Regel auch Spaß. Indem man nicht nur aufs Geld guckt, sondern auch drauf schaut, ob man mit den Menschen gut zurechtkommt und ob einem die Arbeit auch wirklich Spaß macht. Man sollte seine Ansprüche klein setzen, dann wird man nie enttäuscht und man erreicht sehr viel im Leben. Kontakt haben, ein gutes Team, nette Kollegen
und auch Kontakt zu anderen Personen. Und das macht auch viel hier in diesem Beruf aus. Und natürlich muss auch irgendwo das Einkommen stimmen. Glücklich im Berufsleben zu werden, dass man erstmal sich was aussucht, woran man Spaß hat, wo man sich auch mit identifizieren kann. Und am Ende ist es so, wenn man Leidenschaft und Herz bei einer Sache hat, dann wird es einem nie langweilig und man hat immer Ansporn für noch mehr. Und in jedem Beruf ist auch immer mehr möglich. Deswegen muss man gucken im Leben, wo man hin will, ob man nach oben will oder nach unten will. Es sollte irgendwo auch einfach Spaß machen, weil sonst irgendwann will man nicht mehr hingehen, wenn es keinen Spaß macht. Also man sollte sich schon etwas aussuchen, wofür man sich interessiert. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das liebt, was man macht, dass man deshalb glücklich damit sein muss. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine innere Stimme hat, dass man auf sich hören sollte, was liegt mir. Und wenn man diesen Weg verfolgt, dann führt einen der Weg bestimmt auch dorthin, wo man glücklich ist. Und wenn man glücklich ist, ist man am Ende, glaube ich, auch erfolgreich. Das kriege ich hin.